Ich heute nochmal jeden mein herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil von Gottesdienst. Lass uns diesen zweiten Teil anfangen mit Leit Nummer 303. Durch die Gnade. Nummer 303. Und während wir das Leid sehen, wollen wir auch das normal dort freiwillige Opfer einsammeln. Und ich würde freuen, während wir den letzten Vers sehen, aus der Kinder hier wollen, nach oben kommen. Durch die Gnade sind meine Füße gestellt auf den schmalen Pfad in die alte Welt. Dieser Gnade will ich nun fest vertrauen, ob der Wogendrang soll mir nimmer grauen. Nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei, stetig vorwärts gehen. Nimmer zweifelt mehr, halt ich tapfer stand, denn die Gnade führt mich mit hoher Hand. Durch die Gnade Gottes bin ich gewählt, nicht zu reichen, sondern mit Schwert und Schild will ich mutig streiten und widerstehen. Aller Feinde List und zum Herrn aufsehen. Nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei stetig vorwärts gehen. Nimmer zweifelt mehr, halt ich tapfer stand, denn die Gnade führt mich mit hoher Durch die Gnade hab ich den Zeugengeist, der gern Jesu mit neuem Lobe preist. Ihm zu leben nur mit ergebenen Sinn, ihm zu folgen treu ist jetzt mein Gewinn. Nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei stetig vorwärts gehen. Nimmer zweifelt mehr, halt ich tapfer stand, denn die Gnade führt mich mit hoher Hand. Durch die Gnade bin ich von Furcht befreit, denn der Herr den nötigen Mut verleiht. Seine Gnade mich in der Demut hält, wenn ich tue das, was ihm wohl gefällt. Nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei stetig vorwärts gehen. Nimmer zweifelt mehr, halt ich tapfer stand, denn die Gnade führt mich mit hoher Durch die Gnade ich nur auf Jesum schau und in Hoffnung steh in den ewigen Bau, darin Christus mich als lebendiger Stein er zum Preise Gottes gefüget ein. Nur durch Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde frei stetig vorwärts gehen. Nimmer zweifelt mehr, halt ich tapfer stand, denn die Gnade führt mich mit hoher Hand. Gerne mal sind jeder ein.
Ich heute besonders jeder ein Welcome, der von der gekommen ist. Noch besonders steile von der dem ersten Mal hier sind, der hier aus Jahr sind. Wir wünschen Ihnen Gottes Regen sehen und ja, dort die Jünger ihr Gott fallen. Die Bekundmerkung zu diesem Werk sind einmal dort von deren Uwes nicht Jugend und Jungscher sein wird. Und dieses Werk ist ein bisschen ein volles Werk, ein bisschen ein anstrengendes Werk. Aber es sind, was ich Gott lernen darf. Es sind geplant, Uwenversammlungen zu haben, dieses Werk, und wir fangen nun mit dem Werk all an, also mit dem Bruder, der von Deutschland gekommen ist. Wir fangen nun mit dem Werk an und gehen durch Bad Friedach, also von zweiten Baden saßen, jeweils einmal zur Hoft acht. Und dann ohne Sinn und, als dann auch ein Faller dacht, Food Smarts, die Klack 7, sind alle Männer angelot, die hier ein Freisteck. Und anschließend dort ein mit einem Träumer. Also alle Männer sind dort angelot. Und dann, als auch zu Sinn und geplant, ein Kenner dacht zu haben, die Klack 9 fängt das an, aber bei Klack Feuer. Also, lud alle Kenner kommen. Und auch alle Freunde anluden, alle Kenner wie Freinanst, für diesen Schein dacht. Und dann sind uns Ubis, der klagt 7. Als dann auch geplant, Jugend und Jungscher stund der Hand. Also der klagt saß, nicht der klagt 7, pardon. Und dann sind acht, sind zwei Gottesdiensten, einmal der Hoftieren. Also nicht der Klack 9, sondern der Hofstieren, ein Gottesdienst und dann anschließend ein Märacht und dann nur Märacht, der zweite Timer, der Hof 2. Also einmal dadurch noch ein Timer. Das sind dann die letzte Timer sind auch für diese Ubenversammlung. Ludens auch besonders für diese Ubenden beten, dass Gott auch du wird, wundert dann, dass Gott du wird zu Menschen reden und dort manch einer kann erfrischt wollen und Mut finden und Glauben wieder zu gehen. Das ist von unseren Gebeten abhängig, als wir beten dann oder nicht. Gott will, dass wir am Freuen dann und seinen Sehen und seine Weisheit. Bevor ich das Bibelwort lesen, möchte ich, dass ich Kenia einmal ein Lied singen. Frau sein zu aller Zeit. Auch wenn ich nur erst ein Lächeln zu wiesen, aber doch Frau sein in aller Zeit, dass ich Gott seine Haupt. Dankeschön, Tjenja, für das schöne Leute. Das Bibelwort, von dem wir uns lernen sollen, eine Botschaft,
fangen wir in 1. Mose Kapitel 35 von 1 bis 7, werde ich den Aufschnitt einmal lesen. Und Gott sagte Jakob, packt einmal ab und geh nach Bethel. Merk den Lager durch und bitte dir einen Altar für den Gott, der sich dir weist, als du von deinem Bruder Esau rannen deutst. Und Jakob sieht zu seiner Familie, und wer sitzt mit an mir, stut alle Götter von anderen Völkern auf, die sie haben. Reinigt jünd und trägt frische Kleider an, wann wir reut sind, weil wir nur Bethel gehen, so dort echt du einen Altar abrechten kann, der erst für den Gott, der mir in meine Tribbles anfuten wird, und immer mit mir gehen erst, kreckend und wo ich sie an die gehen. Dann jäufen sie Jakob all die Götter von anderen Völkern, wo sie hoden, und auch der Ring, wo sie in den Uhren hoden. Jakob begrub dort alle unter dem Lehrgebiet, dich bis sie ihm. Als sie dann reisten, schickt Gott eine Furcht ab die Städte in die Gegend. Und China jucht Jakob und seine Sehens hingeron. Und Jakob träumt nur Lust, dort erst Bethel in Kanaan mit all den Menschen, die mit ihm wären. Heute bühlt durch einen Altar und nannte steht El Bethel. Willst du hat Gott sich am gewesen und heute einmal von seinen Brüdern weicht rand. So wie dort Bibel wurde passend erst, weil wir abstehen auf dem Gebet. Heiland, wir seien dir ganz von Herzen dankt für diesen Tag, für diesen Morgen, für deine große Gnade in deiner Leib, dass wir dürfen uns hier versammeln, frisch dein Wort zu hören und frisch Kraft zu kriegen für diesen Weg. Und wir beten, Herr, dass du wirst uns das Wort wichtig merken, dass du wirst unsere Herzen aufmerken und schenken Fähigkeit, dein Wort zu verstehen und abzunehmen, in der gehorsame Herzen dort überzuleben. Wir beten, Herr, besonders für den Bruder, dass die Ambus mit deinen Jäs anfallen und dass er wird, dass du wirst dich am Tag ans Reden kann. Wir beten, Herr, um deinen Sehen, um deine Lehrung zu verdienen, in der Gewehrgrasse, wo das Wort gepredigt wird, beten wir, dass du ganz besonders segnen wirst. Und auch wenn hier mit der Ofenversammlung anfangen, Herr, wir brücken deine Gegenwart und dein starkes, kraftiges Wort. Ohne die können wir nicht staunen. Wir beten einfach, dass du wirst mit deinen Jess, mit dem Mann ganz sein, dass du wirst unsere Horten anrühren, dass du uns wirst zurechtwiesen. So als ein Hort seine Schub zurechtwiesen wird, damit die alle in einer Herde blieben und so einmal dreigeführt worden nach Hause. Und Herr, wir wollen Hand in Hand, weil wir futen als eine Herde, dass wir einmal wollen bei dir in der Herrlichkeit sein. Wir brücken, Herr, dein Wort und dein kraftiges Wort für diesen Weg. Und alles, was geplant ist, auch Sinn und die Kinder dacht, wir sollen, wie wichtig dir das ist, dass die Kinder nur dir kommen dann. Und dass du wirst, dort von klein an, wie mit der Heilige Schrift bekannt worden und abwachsen dann. Und dass du auch eine gute Zukunft gründen wirst. Wir danken dir, Herr, dass wir das verreicht haben. Wir beten, dass auch viele Kinder kommen würden und dass du auch entsehen wirst, einen besonderen Tag geben, wo sie niemals würden vergeben, wo er auch hoffen kann, im Glauben zu wachsen. Und hoffe auch jeder einen, der sich reutmerken, dass du heute mit Teumasch. Und auch besonders für den Bruder, dass du anwusst mit denen, die es anfangen, der hier die Oben versammelt leiden soll, dass du wusst mit dem sein, dich am Reden dann. Wir befehlen uns die Ohren sehen, auch der Kohleid, was wir nicht hören, und auch anschließend das Wort, was wir hören wollen. In den Namen Jesus. Amen. Amen. Wir wollen nur ein Chorlied hören. Niemand ist so treu als Jesus. Dessen Jesus, den Hort, den wir haben, der ist so treu.
wir dürfen ihm alles anbefehlen und ihm folgen, ohne Sorgen. Wir hören dort das Chorlied und dann anschließend die Botschaft. Bitte schön. Guten Morgen zusammen. Wir waren mit dem Wort, was der Bruder alte Einleitung gelesen hat, mit 1. Mose 35, Prägung zu der Geschichte von dem Leben Jakobs. Ein ganz besonderer Moment in seinem Leben, wo Gott, Jakob war da trägeraupenhaft,
dass er sollte ab eine besondere Stadt gehen, nur wo er ungefähr 30 Jahre dreimal ein Versprechen gemacht hat, ein Gelübde aufgelegt, was er bis nie noch nicht erfüllt hat. So wir waren sein, wo Gott am Tree raubt, das einzuholen, das Versprechen, was er bei 30 Jahren Tree gemerkt hat. Wir lesen in 1. Mose 35, Vers 1, und Gott sagte Jakob, pack einmal ab und geh nu Bethel. Bethel, so ist sicher der meiste Weiten, bedeutet einfach das Hüs Gottes. Bet meint einfach Hüs und El als Gott, also Gott sein Hüs. Eine ganz besondere Stadt von ungefähr 17 Kilometer im Norden von Jerusalem, wenn wir uns dort auf Karten mit Mappen mit verstellen wollen. Und Gott hat zu Jakob nie gesagt, er soll durch Hand gehen, also durch Hand tragen, und er soll durch auch einen Altar bühen. Warum hat Gott das von ihm erwartet oder ihm dort befohlen? Scheinbar hat Jakob für jeden, dass er dadurch ja drei Krieg auf der steht, durch, wo Gott am Dreh geraubt hat, Krieg durch so in Bethel, dass er mal durch was versprechen hat, was er noch nicht erfüllt hat. Da sag wir so, Jakob, wir all bei 10 Jahren war er Dreh gekommen von Haran, von seinem Onkel, durch wo er mit 20 Jahren, dicht mit 20 Jahren, mit Eva durch so gelebt hat. Und nun wir haben meist 10 Jahre alt war der Ende Umgegend von Bethel, aber der wir noch nicht krank drehen, ob der steht, du wo er da dich ja dreht, die Nacht, als er von Thys wach ging, weil er Angst hat, wie sein Bruder Esau, nur dem sein Vater gestorben wird, dann hat er durch krank einen besonderen Traum gehabt. Wir kennen das alle, Jakobs Himmelsleiter, wo er gesehen hat, wo Engel raufkommen und war dann abging. Und dass er dann Smores abwürg, dann folgte besonders Gott seine Gegenwart so dicht bei und er wird einfach begeistert. Und er hat dann dem Herrn versprechen, wenn wir nur dem zweiten Bild gehen, dann sehen wir dort auch, weil wir dort einmal lesen in 1. Mose 28, von Vers 10 wieder. Oder vielleicht können wir von Vers 16 einmal wieder lesen. 1. Mose 28. Fangen wir mit Vers 16 an und lesen Folgendes. Dann wirkt Jakob ab und seht, Oba, der Herr ist hier, ab dieser steht. Und er gewiss dort nicht. Wundert und fährt dort. Und er seht, dit ist Oba zum Staunen. Dit mod Gott seine Wohnung sein. Hier ist der Himmels der. Und Jakob stund tierisch Smores ab und nimmt den Stein, den Heusin, ab den er seinen Kopf eine Nacht gelacht hat, und trägt den Englings ab aus ein Angedenkstein. Und er gut durch Eul über den Stein und weht der Steht durch mit ein. Jakob nannt der Steht Bethel, der Stadt, ab der steht heut erstmal los. Und Jakob mögt du ein Versprechen und seht, wann Gott mit mir ist und er mein Schutz ab dieser Reis und mein Schutz ab dieser Reis jeft, ab der ich sie und er mit der Eten und Kleider jeft, so dass ich in Fried drehen um mein Futter hüß komme, dann soll der Herr mein Gott sein. Das ist das erste Versprechen. Also wenn Gott wird Not geben zu seiner Reise, dann hat er ganz klar, er will Gott sein. Dann soll der Herr mein Gott sein. Und ab dieser steht, wo ich diesen Stein abgestellt habe, soll Gott sein Hüß sein. Und von all dort wird du mir jetzt, wo ich dir ein Tiendel geben. Drei Sachen wird Jakob hier versprechen hat, da ich ja drei. Und nun, auch wenn er all bei 10 Jahren in der Umgegend gewohnt hat, scheinbar hafte für jeden sich um das zu kämmern.
Und so muss Gott am Denken halten und sagt, nu pack mal ab und nu gummel nu betel und nu do dat mal erfahren, was du mir dann versprechen hast. Gott hat sein Part 100% eingehalten. Gott hat am dann aber Reis bewahrt. Gott hat am genug und ewig genug gegeben im Materiellen, was er zum Leben, zum Eten brug. Eigentlich aus Jakob Tretschheim von Haran, dann hat er eine große Familie, zwei Frühes. Er hat mehrere Kinder. Er hat da bei seinem Schwierfuhrer, wo er schafft, dort hat er sehr gut getan, dort hat er sein Geld gelegt. Er ist weit abgekommen, hat eine große Herd, Schub und so weiter. Also Gott hat ihn bewahrt und auch aus seinem Tretheim. Und war er mit seinem Bruder sich wohl begegnen, wie wollten, dann hat er sehr Angst, dass er am sehr schwor. Und wo er dann noch gebetet und gerungen hat, für dem sein. Und auch du hast Gott, ich habe sein Sinn Gebet erhielt und sein Port gehauen, hat Gott am gesegnet, dass er nicht waschen gekommen ist. Sie haben sich konnt Gott vereinigen mit seinem Bruder. Als er Esau begegnete, war selbst nicht mehr doll, du wir nicht passiert. Also Gott hat am bewahrt, du so für sein Schwierfuder labern, auch für Esau, hat alles fein geschafft. Aber wir lesen, nur dem er von seinem Schwierfuder wach getrocknet ist, dann ist er ab einer anderen Stadt getrocknet. Lesen wir dort einmal den in Kapitel 33, also 1. Mose 33, den 18. Vers. Da heißt das so: Und Jakob trock glücklich nur der Stadt Sichem in Kanaan, nur dem, dort er in Mesopotamien gereist wird. Er stahlt sein Leuer, bietet der Stadt ab. Er kam drei von Mesopotamien. Alles hat glücklich gegangen, alles hat fein geschafft. Wir waren in Kanaan, aber was ist mit Bethel passiert? Er trug nur eine andere Stadt, wir lesen, er trug nur die Stadt Sichem. Was Kilometer auf, er kläuft dich mit 12 Kilometer auf von dieser Stadt Bethel hier. Was wir in dieser Geschichte lernen können, ist, dort erste, dort Gott erwartet, dort wie das Versprechen, was wir gemerkt haben, unsere Gelübde, in erster Linie, was wir Gott gegeben haben. Oder wie kann noch sein, die Gelübde, die Versprechen, was wir auch vielleicht anderen Menschen gemerkt haben, dort wie die einhauen. Gott nimmt dort nicht ab eine leichte Schulter, so wie sein. Er meint dort wirklich und er hat nur noch gesehen, dass Jakob wird sich darum kümmern, dass er das wird erfahren, was er dann gesagt hat. Lass uns einmal das Buch Prediger oder Lehrer abschließen, Kapitel 5, und wir wollen sein, wo Gottes Wort durch Krieg über das Thema zu sein hat, wo wir mit dem umgehen sollen, wann wir wem was versprechen, oder vielleicht besonders, wann wir Gott was versprechen. Also Lehrer 5, Vers 1, lesen wir Vers 5. Sieh nicht zu fex mit Reden und sei nicht zu leicht wort für Gott. Gott ist im Himmel und du bist abbeirrt. Du wegen mordst du abpassen, was du sagst. Wer sich fehl übernimmt, mord fehl träumen. Und wer fehl redt, sagt fehl Dummheiten. Wann du Gott ein Versprechen merkst, dann versiehm dort nicht, dort zu holen. Gott kann sich nicht zu schauseliget freien. Wann du Wort versprichst, dann hol ihn versprechen. Das ist besser, wann du kein Versprechen merkst, aus wann du Wort versprichst und dort nicht hältst. Pass ab, dass du nicht Wort anrechtet sagst und dass du dem Priester wirst sein motten, dass du zu hastig geredet hast. Gott kann dort mit Wort die bemiehst verstehen. Warum ist Gott dort so wichtig, dass wir
unsere Gelübde einhauen. Ich will sagen, erstens ganz einfach, weil Gott selbst immer seine Versprechen einhält. Wusst du so ein Versprechen haben, was Gott mal gemerkt hat und dann nicht eingehauen? Nee, das ist ja eine Frau. Was immer Gott versprechen hat, verhalten hat, dort hält er ab. Dort ist einfach Gott seine Natur, Gott, so ist Gott. Und deswegen ist es auch selbstverständlich, dass er dort von seinen Kindern, von uns, von seinen Jüngern dort auch erwartet. Die Versprechen, was wir für Arm ganz besonders, aber auch für Menschen gemerkt haben. Wenn wir mal reden mit Versprechen oder Gelübde, was wir so vielleicht unter Menschen manchmal da, ich weiß nicht, ob die dort mal so egunhaft, vielleicht hast du ein Geschäftsabkommen, ein Businessabkommen mit wem gemerkt, dort ganz vorig beredet, ganz klar gestaltet, die Bedingungen und so weiter. Und dann hat das Geschäft angefangen zu drehen und eine gewisse Zeit, ob einmal kommt dein Partner oder wer immer und sagt, Entschuldigung, ich würde nicht einhauen können, was wir beredet haben. Ich will das nicht oder ich kann das nicht oder ich würde bloß nicht, was immer. Wo fällt sich einer dann? Ich denke, wir alle wollten, was das für ein Gefühl gibt, wo angeschmerzt sich einer fällt. Wird Gott dann auch anders fallen? Denkt Gott anders, du Eva, wann wir versprechen und dort nicht einhauen? Denken wir mal an zum Beispiel das Eiergelübde. Wenn zwei Menschen vielleicht hier fern gestohlen haben und einer mit so voller Freude einer dem anderen in die Augen gekickt und so ein klares Ja gesagt haben, die wurden dem anderen treu blieben, bat in den Tod. Dann vergingen ein paar Jahre. Ja, du wie ein Troublesmann gekommen, Missverständnisse, Schwierigkeiten. Und bald sind all die Gedanken, in Gedanken vielleicht beschäftigt, dich, all nur mit war ich zu segnen. Das wird einer versprechenhaft, soll man das nicht mehr einhauen will. In der Welt gehen Menschen so weit, all wann sie ich Hass führen, dort ist wann sie ich Hass führen, viele tun das nicht mal, aber Weltmenschen, wann sie so weit, dann tun sie all, haben sie dort Ehegelübde all so wie drauf gesagt, dort sei nicht mal versprechen im Verüt oder bei dem Tod treu zu bleiben dem anderen. Die sagen bloß, bat so lang, ich die Leuven da. Wenn die Leuven vorbei ist, dann kann sich das alles ändern. Kein Wunder, dass dann so viele kaputte Eien sind. Einige zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal noch proben sich zu befreien. Und mit den Jahren, mit jedes Mal vielleicht einmal angelegentlicher noch färken wollen. Aber denken wir mal noch an ein Gelübde, ein ganz besonderes Gelübde, was du Gott gegeben hast, was du dir bekehrt hast. Denk dir dort noch, was du in deiner Angst und in deiner Not, in der großen Sündennot, zu Gott gebetet und gebracht hast, Herr, vergib mir meine Sünden. Ich weiß, ich muss das dort in der Hall gehen. Ich sie meid, ich will nicht so dort wiederleben, ich sie durch mit dort leben, bitte, bitte, vergeb mich. Und wenn die mir was vergeben, ich will die treu dein, ich will für die allein leben. Oder wer weiß, was du dann kriegst, alles versprechen hast. Der Herr hat dir den Sinn vergeben, der hat dir eine Freude gegeben, das Gewissen wir rein, das Wort wie es so weit aus Schnee kann sein. Aber sind wir dann diesem Versprechen treu geblieben? Das wird wie dann Gott versprechen haben. Arm von ganzem Horten nur zu folgen. Denken uns alles klar, Gott erwartet, dass wir unsere Gelübde einhauen. Gott wird sich auch einmal ändern. Er wird auch nicht mal einmal seine Meinung durch Eva ändern. Auch wenn Menschen vielleicht glauben, dass das nicht so wichtig ist, dort einzuhauen, was sie versprechen haben, dort wird aber noch überhaupt nichts nicht üht, an Gott seine Einstellung zu diesem Gedanken. Aber warum passiert das doch so leicht, dass Menschen
das nicht einhauen wollen. Eins, was da manchmal passieren kann, ist, dass Krieg dort wird, wie manchmal in große Not-Tiden Gott versprechen haben. Ist dir abgefallen, dass manchmal Krieg dort ein bisschen schwer fällt, einzuhauen? Zum Beispiel, jemand wie in einen großen Accident hineingekommen. Vielleicht sind eben andere mit dem Accident ums Leben gekommen, aber du bist verschont geblieben. Oder vielleicht auch anders, du wirst vielleicht meist groß um ein Haar an einem Accident vorbei gekommen. Und als du dann zitternd wieder hier vorne bist, nur dem oder nur dem gebetet hast, hast du dann nicht dem Herrn was versprechen? Vielleicht ein Gelübde gemerkt? Vielleicht, wenn du bei deinem Arm noch nicht gedeint hast, hast du gesagt, Herr, ich will dich auch dein, du hast mich hier von dem Tod geraten. Oder wann du wirst mich halten, dass ich in dieser Notsituation rüberkomme, dann war ich die deinen, unbedingt. Vielleicht wie in der anderen Troubles in deinem Leben, vielleicht eben eure Probleme. Vielleicht wird das alles so weit gekommen, so heut geworden, dass das Messbatum ihnen einfallen wird. Und dann hat es vielleicht als Jesaja gebetet, Herr, bitte, bitte, rat meine Eie. Lut das nicht so stört wieder gehen. Und Gott hat vielleicht dein Gebet erhört. Vielleicht hast du aber dann auch was versprechen. Also nicht einmal, aber manchmal scheint so, dass wenn einer in einer großen Angst, in einer großen Situation wird, dass einem leichter fällt, was zu sein, was zu versprechen, und dann aber nur dem, das war er vorbei, Eva ist. Und der Accident, das soll meist für jeden, die Trouble sind gelöst. Dass man irgendwie dann, wenn man ein bisschen keuleren Kopf hat und dann nicht an der Eva nur denkt, dass man anfängt zu zweifeln, oh, no, sei, als ich das soll einhauen. Vielleicht bist du mal im Jetmat geflogen und dort hat auf einmal angefangen, sehr zu schaukeln. Bütergewöhnlich sei er, Turbulenzen, starke Turbulenzen. Und du hast gemerkt, vielleicht auch andere Passagiere, der eine oder andere auf der Hängtaub gefühlt, die vielleicht auch. Und dann hast du vielleicht gebetet, Herr, wann ich wird gleichlich hier noch einmal appiert abkommen, dann wo ich die dein, dann wo ich vielleicht in meinem Leben was reinstellen, dann wo ich gerne um Vergeben, dann wo ich gerne Tritt holen, dann wo ich gerne um Vergebung freuen, oder was immer. Und dann ist der Jet gleichlich gelandet. Hast du dort dann eingehauen? So, manchmal versprechen, was in der Notsituation gemerkt worden sind. Aber kann das auch sein, dass wir manchmal kriegt dann, vielleicht oder kriegt nur wegen für jeden unsere Gelübde einzuhauen, wie es dort uns nur der Not vielleicht war, der besonders gut geht? Und wir sehen dort auch hier in Jakobs Fall eigentlich, als er von seinem Bruder geflohen ist. Ich meine, dort wir am Schwor, er wir ein bisschen ja so der, das Muttersöhnchen, er wir Mamas Jung, Thuis Ammer. Sein Bruder, der wir dort gewarnt, Büten, aber starb, das raue, wilde Leben. Aber Jakob wir dolle Eier Thuis und nie so ganz allein in der Wildnis, wer weit wohin, von Mama war ich. Das wird ihm nicht leicht. Er hat große Angst, große Sorgen. Wo soll das gehen? Und in dieser Not hat er versprochen, Gott, wenn du mich bewahren, dann würde ich hier ein Haus Gottes abbühen. Dann würde ich dir den Tiental geben. Dann würde ich dir dein, dann sollst du mein Haar sein. Und nie hat er Haar an dort gegeben. Viel mehr, als was er, um was er gefragt hat. Wie gesagt, er ist wie ein ricker Mann geworden. Und nie lebt er ein Jahr um dem anderen im Wohlstand, am jedem Gott, scheinbar hat er für jeden. Wir haben nicht lange Dreh hier in 5. Mose Kapitel 8 dort gelesen und ich will diesen Verschluss wiederholen, das ist so wichtig auch für uns, für unsere Zeit. 5. Mose Kapitel 8 lese ich mal von Vers 11 ein paar Versen wieder. Pass sei ab, dass jedem Herrn jünen Gott nicht für jeden.
sieht flitig seine Gesetzen in Verschriften zu holen, der erkennt von der Jef, wann je erst alles zu eten haben, was jünd jankert, und jünd haben gute Häuser gebüht und in dei wohnen, und wann je Feu und Schub und Selber und Gold und andere Sachen tot gesammelt haben, dann passt sie ab, dort jünd nicht stolz down und dem Herrn jünd Gott für jeden wollen. Kreicht dann, wann uns dort Gold geht, wann wir gute Häuser haben, feine Fortiche, gute Ernten, dann passt sie ab. Dort wir nicht für jeden dem Herrn zu danken. Wie kann auch sein, dass wir nicht für jeden dort versprechen einzuhauen, was wir am gegeben haben. Herr, wenn wir mir wohl Strick merken, dann würde ich dir so und so viel geben. Wollen wir dort auch einhauen? Nicht für jeden, wenn uns das Geld geht. Aber gehen wir noch einen Schritt wieder, das nächste Bild. In dem Leben Jakobs sehen wir auch, dass es sehr darauf ankommt, dass wir das einhauen wollen, was wir versprechen haben, wenn die Sacht der Welt, die weltlichen Einflüsse in unser Leben hineinkommen. Hier in 1. Mose 35 wollen wir noch einmal den zweiten Vers lesen. Und wir sehen, futz nur dem Gott gesagt auf Guno Bethel und büde ein Altar, dann hat er noch was gesagt. Und wir lesen, und Jakob seht seine Familie und wer saß mit am wir, stut alle Jäter von anderen Völkern auf, die je haben, reinigt jünd und tragt frische Kleider an. Ich denke, viele Menschen jätet auch so, dass viele Christen, die haben ein Versprechen gemerkt, wollen Gott treu sein. Aber dann mit der Zeit, mit den Jahren und der Umgebung, in der sie wohnten, vielleicht der Arbeit steht, die Arbeitskollegen oder in der Schule vielleicht oder wo immer, wo auch immer, Freund, vielleicht nicht gute Freund. Und dieser Einfluss hat besagt, es in ihr Leben hineingekrochen. Und du sind plötzlich andere Jäter in deinem eigenen Haushalt. Das kann leicht bei jungen Menschen passieren. Vielleicht sich in der jungen Alter oder in der Jugendzeit gut sich bekehrt. Einen guten Anfang gemerkt, ivrig warst. Aber dann mit der Zeit sich so Luden beeinflussen. Und das jäfft ja von der so viel, der Musik, die ganzen Medien, Videos, was immer. Und dort hat so gesagt, es in dein Leben hineingekommen. Nicht über Nacht natürlich, aber einen um anderen, wie da wird, was wir alle sind, was kann dort für jeder sein. Kann auch sein, gerade Materialismus. Wir haben uns vielleicht eine gute Schicht top geschafft und wir gleichen dort. Sind da vielleicht eben noch mit Grouch damit, auch wenn wir dort nicht so sein wollen, aber innerlich so vielleicht denken. Und so kann sein, dass das Eigentum, was wir haben, dass das anfängt, uns zu eignen, dass das zu unserem Aufgott geworden ist. Ich weiß nicht, ob so den Jakob sein Leben auch wisset, so wie er. Aber all das sind keine Entschuldigungen für jeden Gelübde oder für jeden Versprechen. Das ist wichtig, dass wir sowieso von Tiet zu Tiet uns selbst und ihr Segen und sein Herr, prüfe mich und erforsche mich. Und aus Gott zu Arm gesagt hat, gu, büde und altor, dann hat Jakob furz gewiss, ich muss erst abreden. In meinem Haushalt, in meinem Leben, in meine Familie sind besagt Sachen hineingekommen, wo du nicht nein gehören. Und das meint Rüd, das meint abreden. Ich weiß nicht, was dort in deinem Leben ist, aber Sachen, ohne die du nicht leben kannst, wo du glaubst, das muss bloß sein, das braucht ich zum Leben. Alles, was wir mehr rechnen als Gott. Sei bereit, irgendwas für den Herrn aufzugeben.
Auch wenn dort unser, dort ist, was uns das Wertvollste im Leben ist. Abraham ist von Gott einmal auf die Probe gestellt worden, als er wird den sehen, was er das meiste gleicht, was er so viel regnet. Und Gott will sein, als er reit wird, den loszuluten. Wir müssen uns prüfen, ist mir vielleicht eigentlich eine Sache, was an sich vielleicht nicht eine Sinn ist, aber ist er vielleicht ein Aufgott geworden für mich? Sind da Sachen, von denen ich mich losschneiden muss, von denen ich mich tränen muss? Was tun wir mit so einer Sache, wenn wir plötzlich einwollen? Da sind Verhaltungen, Versprechen, was ich gemerkt habe, was ich nicht eingehauen habe. Das Beste, was wir tun können, ist dann, krieg durch Tretogun, ab dir steht Tretogun. Zu dem Anfang, du, wo wir das Versprechen gemerkt haben. Und das ist auch, was Gott hier von Jakob verlangt hat. Pack einmal ab und gu nu betel. Merk din Lehrer du und büdu ein Altar für den Gott, der sich die weiß, aus die von den Bruder Esau rahnen deutsch. Wir machen Trägung zum Anfang. Wir können, also, aber ich meine, wir können dort nicht ignorieren. Wir können dort nicht auch bloß an ihren Teppich fegen. Wir können auch nicht bloß sagen, ah, oh, das wird all mit der Zeit besser werden. Das wird nicht. Wir machen ganz klar einmal Trägung und du, wo wir zu Fall gekommen sind, du, wo wir unser Versprechen nicht eingehauen haben, aber du Trägung. Wir haben ein Bild in dem Buch Offenbarung, Kapitel 2, von einer Gemeinde, wo er auch einmal einen sehr guten Anfang gemerkt hat, aber dann leider das auch nicht eingehauen haben, was sie erst versprechen haben. Und sein, wo der Herr ernt dann wiest, was sie in dieser Lehre dann tun sollen. Wir lesen dort in Offenbarung, Kapitel 2, Vers 5, das geht hier um die Gemeinde in Ephesus. Und Gott sagt hier so, aber ich habe dit gegen die, dass du von deiner erste Leif aufgekommen bist. So, und was ist die Lösung? Was sollen sie nie tun? Bloß wiedergehen und bloß proben, mehr zu leben? Nein, die Antwort wäre, denk daran, wovon du gefallen bist, kick um, mit anderen wird gut drehen, und du warte, was du am Anfang deutst. Wenn du nicht umkehren wirst, wo er kommt und die Lampenhäuser von seinen Städten wahrnehmen. Zum Beispiel, jemand hat einen guten Anfang im christlichen Glaubensleben gemerkt. Wir so begeistert, so eifrig für den Herrn, haft jeden Tag seine Bibel gelesen. Jeden Tag mehrmal gebetet, scheine Gebetstiden mit dem Herrn gehabt. Nicht einen Gottesdienst ausgeluten. Und so ist das aus dem Glauben gewachsen wiedergekommen. Aber dann kam in sein Leben eine Zeit, wo er der erste Lauf ist kalt geworden. Und was sagt Gott? Gut reh. Und da das, was du in den Anfang gemerkt hast. Weißt du, ganz praktisch, was das bedeutet? Ja, gut reden um Herrn, Frau um Vergebung. Und dann, da war der Krieg dort, wo du dann zum Anfang gemerkt hast. Jeden Tag deine Bibel lesen, ernstlich zum Herrn beten, treu sein, vielleicht ein Verlangen haben, nur mit Gott sein Volk taub zu sein und so wieder. Aber gut reden. Gott sagt, denk daran. Erinnert ihn daran. Wann aber einer sich einig wird und sagt, Herr, kriegst du aus Jakob hier in unserem Text, aus der Herr erst am noch einmal ganz klar geredet hat und am Denken gehalten hat, nie wird er doch reut. Er entscheidet sich, er nimmt Stahlung an und ein und er ist klar, er wird das nie durchtragen. Wir sollen 14 Vers 2, Jakob sieht seine Familie und wer sitzt mit ihm, wie das meint, abriemen.
und dann verstreue, wann wir reut sind, weil wir nur beten gehen, so dass ich durch einen Altar abrechnen kann. Der ist für den Gott, der mir in meinen Trouble antworten deut, und immer mit mir gehen, als krank und daunt, wo ich sie habe. Jakob ist hier reut und weil ich dort dann so schein. Jo, Gott hat muss am frisch denken halten, aber nun ist der Reut. So, was passiert aber, wenn wir der Gelübde einhauen? Wenn wir dem treu bleiben, was wir versprechen haben? Wir sehen, dass Gott in so einem Fall einen besonderen Segen für uns Reut hat. Wir wollen einmal verspielen. Lesen wir einmal in 1. Mose 35 von Vers 9 wieder. Erst haben wir bei Vers 7 gelesen, aber nun von Vers 9 einmal wieder. Also nur dem Jakob nun dort eingehauen hat und dort durchgeführt hat. Und Gott kam noch einmal, nur Jakob, aus Heu von Mesopotamien Trevie und heißt segnet arm. Und Gott sagte arm, dein Numen ist Jakob, aber du sollst von nun an nicht mehr Jakob heuten, du sollst Israel heuten. Gott jäuf arm den Numen Israel. Und Gott seht wieder, ich sie Gott, der alle Macht haft. Mochst du viel Tänje haben und seier Tau nehmen, ein Volk und viele Völker sollen von dir aufstammen, von denen nun kommen, wird dort Tänjes geben. Dort Land, wo ich versprechen habe, Abraham und Isaac ihre Nukommen zu geben, wo ich die geben. Und ich würde ihnen Nukommen nur das Land, nur die das Land geben, entschuldigt. Kannst hier sein, was für wunderschöne Verheitungen einen oder anderen. Segnungen, über Segnungen. Weißt du, so kann das auch in unserem Leben sein, auch in deinem Leben sein. Wann wir treu einhauen, was wir versprechen haben. Vielleicht haben wir unsere Verpflichtungen, unsere Versprechen irgendwie für jeden. Aber wann wir trägen, wann wir dort einhauen, mit Reue, mit Gebet, trägen, dann können wir damit rechnen, dass Gott noch mehr Segnungen, noch mehr Segen für uns reuthaft. Wenn wir hier so über Jakobs Leben nur denken, ich will eigentlich nicht zum Schluss kommen, aber ich will doch noch einen Punkt hervorheben. Nachdem wir gesehen haben, dass der Herr haft einen besonderen Segen für einen Reutje hat. Aber wenn wir noch einmal drehen und sagen, was wird aber passiert sein, wenn Jakob wird Futz sein Versprechen eingehauen haben, noch euer Gott am Haftdenken gehalten, wenn er wird Futz dann aus Hei von Itharan Trechheim nur Kanaan, wenn er wird Futz dort erste gedacht haben, gesagt, du Mathe kam, du bei diesem Stein, ich will sein, dass der Stein du noch steht, und du will ich mein Versprechen einhauen. Und wann er wird dort eine Priorität in sein Leben getan haben, weißt du, was dann wird passiert sein? Ich glaube, dort dann wird ein Kapitel in der Bibel vielleicht fehlen. Und dort erst 1. Mose 34. Wir wollen nun nicht auf das Kapitel eingehen, aber vielleicht bist du in deinem Bibelleseplan all lang über 1. Mose 34 ewig gehen. Aber dort ist so ein Kapitel im Alten Testament, wird einem schwer fällt zu lesen. Sehr traurige Geschichte. Wir fingen durch die Geschichte, die wurde mit ein paar Werten beschrieben, wo Jakob seine Tochter Dina sich ab dem Wach merkt, weil es Bett sein wurde, andere Miales im Land wohnen und er kommt in großen Trouble rein. Ein junger Mann von den Heiden, von den Kanaaniter durch, der verläuft sich in dem Mial und dort kommt ein Trouble um anderen, wirklich traurig. Und dann, wo die Brüder, Dina ihre Brüder, also Jakobs Sehns, wo die reagieren und wo die Rache äufen. Also,
einer muss bloß sein, das ist eine Schande. Dass Jakobs Sünd muss passieren, dass er muss nicht, was wurden die Nubers von Ernt nie gedacht haben. Jakob sagt, er deint dem einen, dem lebenden Gott, und nie hast du so eine Sache fähig kommen. So schuld, so trürig. Aber wird das nicht eine Folge davon, weil es nicht ab der steht Regun, als wo Gott am eigentlich, wo er Gott versprechen hat? Seht, wann wird Futz nur Betel getrocknet sein? Kann sein, dass das wird 1. Mose feiern, da dich vielleicht nicht musst geben. Dass die trürige Geschichte und all die Folgen, dass du wohl nicht musst durch sein. Wo viel scheiner, wo viel beter, wann wir trü blieben. Wir sporen uns so viel Schwierigkeiten, so viel Hart, Herzeleid, so viel Not. Wo hier sein wir, und das wird mich wundert, dass der Herr dann noch Geduld und die vergebende Hand, kann ich so sein, ausgestreckt hat. Und Jakob noch einmal freundlich denken gehalten hat und schien wohl, futz nur dit, nur dit, all diese trürige Geschichte, was durch die Diener passiert ist und was die ihre Bräute angestellt haben. Dann sagte der Herr, Jakob, geh mal dreh, nur bete. Und Gott sei Dank, Jakob gehorcht nie, dit mal dat he dort. Und ja, wie kann sein, der Herr hat vergebt, wills. Wir haben gelesen in 1. Mose 35, Vers 5, aus sei dann resten, also aus sei dann von dur wach getrocken sind, um nur Betel zu tragen, aus sei dann resten, schickt Gott eine Furcht ab der Städte in der Gegend und keiner juch Jakob in seine Sehens hineran. So, warum wurden sie ernt hineran gehauen werden? Kragwächste Geschichte, was in 1. Mose 35 alle passiert ist. Aber seien wir dort Gott auch durch noch wieder seine Hand verheulen haft, dass Gott noch eine Gelegenheit gegeben hat. Vielleicht jäfft der Herr von der die auch eine Gelegenheit. Oder wir stehen nicht so dicht vor der Uvenversammlung. Er guckt, dass du auch betest, Herr, dass doch viele mochten sich bekehren. Und dort vielleicht jemand, wer da mal euer allmal Versprechen gemerkt hat, Gelübde, aber dort auch lang für jeden ist, auch lang in einem Meldungslicht sozusagen. Dort der Geist Gottes wird noch einmal tragen, wird Mut und so einen Menschen vielleicht dreh bringen, dort er wird ein sein, erkennen, sich dreh erinnern und dem Herrn rühmen, sein Leben geben. Das ist mein Gebet, mein Wunsch, auch für die Versammlungen, für die wir nicht tun, dass der Geist Gottes wird wirken und Menschen überzeugen, überführen. Und dort wir wurden auch dann, wann der Herr uns gesegnet hat, wann der Herr unsere Gebete erhielt hat, vielleicht uns vergeben hat. Und dort wir nur dem wurden dort auch weiter einig sein und sein, aber nie weilig einhauen. Vielleicht hast du versprechen, Herr, wann du mich wirst weiter gesund merken und, oder wann du mich wirst in diesem Trubel rüberbringen, wo ich dir danken in der Versammlung, wo ich ein Zeugnis jemand vertrauen, wo ich dit oder dort oder jant. Lut uns daran denken, Gott hält seine Versprechen und er will, dass wir das auch tun sollen. Mit seiner Kraft muss Gott uns halten. Amen. Hallo liebe Kinder, ich heiße Annika und ich freue mich, dass ihr wieder bei dieser Kinderstunde dabei seid. Lasst uns jetzt zusammen das Lied singen, die Kinderstunde fängt jetzt an und ihr könnt laut und kräftig mitsingen. Auf Gottes Wort, auf Gottes Wort.
wollen jetzt gemeinsam für diese Kinderstunde beten. Dafür falten wir wieder die Hände, schließen die Augen und ich bete dann mit uns. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns in der vergangenen Woche bewahrt hast und dass wir jetzt an dieser Kinderstunde teilnehmen können. Sei du doch unter uns und öffne du unsere Herzen für dich und dein Wort. Amen. Den heutigen Lernvers, der steht in Psalm 31, Vers 16a und er geht so: Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich wiederhole: Meine Zeit steht in deinen Händen. Und darum wird es auch in der heutigen Geschichte gehen, die uns Robin gleich erzählen wird. Davor singen wir jetzt aber noch das Lied Seid freundlich, seid herzlich. Hallo Kinder, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Stell dir einmal vor, du hast bei einem Wettbewerb einen Preis gewonnen. Und dieser Preis besteht darin, dass du jeden Morgen 84.600 Euro in dein Sparschwein gesteckt bekommst. 84.600 Euro ist eine Menge Geld, oder? Stell dir mal vor, was du damit alles kaufen könntest. Du könntest zum Beispiel 2.000 Fußbälle auf einmal kaufen. Oder du gehst einfach ins nächste Spielzeuggeschäft und nimmst alles mit, was du haben möchtest. Klingt super, oder? Eigentlich hat jeder von uns schon so einen ähnlichen Preis bekommen. Du, ich und alle anderen auch. Dieser Preis, den wir bekommen haben, ist die Zeit, die Gott uns jeden Tag schenkt. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, bekommst du 86.400 Sekunden Zeit von Gott für diesen Tag. Jede Sekunde, jede Stunde, jeder Tag ist ein Geschenk von Gott an dich und du selber kannst entscheiden, was du damit anfangen möchtest. Nimm dir doch bitte mal einen Moment und denke darüber nach, wofür du in den letzten Tagen und Wochen besonders viel Zeit aufgewendet hast. Am besten du drückst jetzt einmal kurz auf Pause, machst dir ein paar Gedanken und wenn du ein paar Ideen hast, dann drückst du wieder auf Weiter. Du hast bestimmt gemerkt, dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wofür man seine Zeit einsetzen kann. Auf manche Dinge haben wir gar keinen Einfluss. Zum Beispiel müssen wir alle essen. Wir müssen alle trinken. Wir müssen alle schlafen. Und wir müssen auch alle zur Schule, die Größeren müssen dann zur Arbeit. Das sind also Dinge, die müssen wir irgendwie tun. Es gibt aber auch freie Zeit, Freizeit. Also Zeit, in der du selber entscheiden kannst, was du gerne machen möchtest. Und da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du deine Freunde treffen oder du kannst Sport machen, du kannst musizieren, du kannst lesen, du kannst deinen Hobbys nachgehen oder du lässt einfach mal so richtig die Seele baumeln und ruhst dich aus. Manche Tage sind aber auch so richtig vollgepackt. Nach der Schule gibt es vielleicht noch einen Arzttermin, danach musst du noch Hausaufgaben machen, Klavierunterricht steht noch an und am Ende des Tages fällst du so richtig platt ins Bett und denkst dir, Mensch, wo ist die Zeit geblieben? Der Tag ist schon vorbei, meine Zeit für heute ist schon aufgebraucht. Manchmal kann es dabei passieren, dass wir so beschäftigt sind, dass am Ende gar keine Zeit mehr für Gott übrig bleibt. Und das ist eigentlich sehr schade, denn Gott hat dir so viel Zeit gegeben und er freut sich besonders, wenn du ein bisschen von der Zeit, die er dir gegeben hat, wieder zurückgibst, wenn du Zeit mit ihm verbringst oder für ihn verbringst. Vielleicht kennst du das ja auch. Manchmal ist es ja so, dass man morgens irgendwie verschlafen hat. Man sieht, oh, ich habe jetzt nur noch
5 Minuten Zeit, dann muss ich eigentlich schon im Bus sein. Also macht man sich ganz schnell fertig, dann fällt einem ein, oh, jetzt habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr, um noch zu beten und noch ein bisschen was in der Bibel zu lesen. Naja, dann bete ich einfach gleich im Bus, suche ich mir ein stilles Plätzchen und naja, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Tja, und dann bist du im Bus, dann triffst du natürlich deine Freunde, wieder keine Zeit. Naja, gleich in der großen Pause. Vielleicht kann ich mir da ein paar Minuten frei machen, irgendwo ein stilles Plätzchen suchen, dann bete ich eben dort. Tja, und in der großen Pause steht wieder etwas Wichtiges an und so geht das immer weiter. Du kommst nach Hause, vielleicht ein wichtiger Termin, Musikunterricht, Hausaufgaben und am Ende des Tages fällt dir auf, irgendwie habe ich heute gar keine Zeit für den Herrn Jesus gehabt. Dabei freut sich der Herr Jesus so, wenn du ihm etwas von deiner Zeit zurückgibst. Hast du eine Idee, wie du Zeit mit Jesus verbringen kannst oder wie du Zeit für den Herrn Jesus einsetzen kannst? Überlege einmal, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir können das wieder so machen, dass du einmal auf Pause drückst, dir erst einmal ein paar eigene Gedanken machst und dann drückst du wieder auf Weiter. Ja, Zeit für Gott, da gibt es eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel das Gebet. Ja, dort, wo du Gott loben und danken kannst, wo du auch Gott deine Sorgen mitteilen kannst oder einfach, wenn du einen Gesprächspartner brauchst, mit ihm sprechen kannst. Das wäre eine Möglichkeit. Zeit mit Gott. Eine andere Möglichkeit wäre das Bibellesen. Entweder du liest selbst in der Bibel oder wenn du noch nicht lesen kannst, dann lässt du dir vorlesen. Und das ist eine gute Möglichkeit, Gott noch besser kennenzulernen. Du kannst aber auch mit anderen Kindern zusammen ältere Leute besuchen und denen ein paar Lieder vorsingen. Ja, etwas Gutes tun, worüber sich die alten Leute freuen. Auch das ist Zeit für Gott. Oder wenn du in der Schule siehst, wie ein Kind irgendwie abseits steht, vielleicht von den anderen geärgert wird, ein Einzelgänger ist, irgendwie nicht so wirklich Anschluss findet und du siehst richtig, Mensch, der ist richtig traurig, dem geht's gar nicht gut. Dann könntest du hingehen, dem Kind zeigen, hey, du bist nicht alleine, auch wenn die anderen Kinder dich ärgern, ich kann dein Freund sein, du bist mir wichtig und dem Kind einfach zeigen, dass es gar nicht alleine ist. Ja, auch das ist Zeit für Gott. Oder wenn es dir gut geht, du fröhlich bist, einfach ein paar Lieder zu Gottes Ehre singen, ja, und Gott dadurch loben. Auch das ist Zeit für Gott. Oder du kannst auch einfach freundlich zu anderen Menschen sein. Wenn du anderen Menschen begegnest, einfach ein freundliches Lächeln auf den Lippen zu haben, auch das ist Zeit für Gott. Ja, du kannst sehen, es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das waren nur ein paar, es gibt noch viel mehr. Zeit für Gott freut aber nicht nur Gott, es tut auch dir selber gut. Du wirst selber merken, dass du so einen Frieden in deinem Herzen hast, dass es dir gut geht, dass es dir Freude, richtig Spaß macht, Zeit für Gott zu verwenden und auch Zeit mit Gott zu verbringen. Du merkst richtig, wie du so deinen inneren Akku aufladen kannst. Du kennst bestimmt den Bibelvers, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und wenn du dir Zeit für Gott nimmst, dann wirst du Gott immer näher kommen. Das Schöne ist, dass Gott dir nicht nur ganz viel Zeit schenkt, er nimmt sich auch selber Zeit für dich. Vielleicht kennst du die Geschichte aus der Bibel, wo zum Herrn Jesus ganz viele Kinder gebracht werden, damit er sie segnet und für sie betet. Und die Jünger waren damit gar nicht so wirklich einverstanden. Die wollten sie am liebsten wegschicken. Bestimmt nicht deshalb, weil sie die Kinder nicht mochten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich gedacht haben, wir haben jetzt hier gerade noch so viel zu tun. Der Herr Jesus muss jetzt vielleicht hier noch gleich predigen. Da gibt es noch Menschen, die ja noch geheilt werden müssen. Denen geht es nicht gut, die sind krank. Hier könnte man noch ein großes Wunder tun. Und ganz, ganz, ganz viele Sachen, die jetzt irgendwie wichtiger sind. Und naja, hier sind jetzt eben ein paar kleine Kinder. Und das ist jetzt vielleicht gerade gar nicht so wichtig. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie so gedacht haben. Der Herr Jesus hat sich aber die Zeit genommen. Er hat nämlich gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihnen ist das Reich der Himmel. Also schickt die Kinder bloß nicht fort, bringt sie zu mir her, die Kinder sind mir wichtig. Und er hat sie gesegnet und für sie gebetet. Du siehst also, Jesus hat immer Zeit für dich. Ganz egal, ob du traurig bist, ob du fröhlich bist, ob es dir gut geht, ob du Sorgen hast oder ob du einfach jemanden brauchst, mit dem du sprechen möchtest. Jesus hat immer Zeit für dich, du kannst immer zu ihm kommen. Und wenn du einen Rat brauchst, Jesus ist immer für dich da. Es gibt manchmal aber auch Zeiten, die richtig schwierig sein können. Zeiten, wo du vielleicht traurig bist, wo du dir Sorgen machst. Vielleicht ist auch etwas Schlimmes passiert und du machst dir richtig Sorgen und denkst dir, Mensch, wie soll das in der Zukunft werden?
Und da gibt es einen ganz schönen Vers in dem Psalm zu. Da hat nämlich jemand gesagt: Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Damit hat der Schreiber gemeint, dass Gott über dich und dein Leben wacht. Er hat alles in seiner Hand, er begleitet dich, auch wenn du es nicht immer merkst. Er lässt dich niemals alleine und er hilft immer zur richtigen Zeit. Dass Gott zur richtigen Zeit hilft, auch dann, wenn man keinen Ausweg mehr sieht, die Erfahrung hat die Missionarin Gladys Aylward auf ganz wunderbare Weise erlebt. Vor ungefähr 85 Jahren war Gladys Missionarin in China und reiste dort im ganzen Land umher, um in den Dörfern den Menschen von Jesus zu erzählen. Dann brach aber ein Krieg zwischen den Chinesen und den Japanern aus. In dieser schlimmen Zeit nahm Gladys viele chinesische Waisenkinder bei sich auf und versorgte sie und erzählte ihnen vom Herrn Jesus. Die japanischen Soldaten drangen immer weiter in das Land ein, sodass Gladys mit über 100 Kindern zu Fuß über die Berge zu der Stadt Xiang flüchten musste. Unterwegs kam sie irgendwann an den Gelben Fluss. Der Gelbe Fluss ist ein ganz großer Fluss in China. Diesen Fluss konnten sie nicht überqueren. Der Fluss lag aber genau auf dem Weg zwischen ihnen und dem rettenden Ziel. Leider fuhr auch kein Boot mehr hinüber, um Gladys und die Kinder retten zu können. Menschlich gesehen würde es nur noch eine ganz kurze Zeit dauern, bis sie dort von den Feinden gefunden werden würden. Nachdem sie 3 Tage am Fluss gewartet und Gott um Rettung angefleht hatten, trafen sie einen alten Chinesen, der ihnen berichtete, dass die Japaner schnell näher kämen und noch vor dem Abend den Fluss erreichen würden. Und noch viel schlimmer, sie würden alle umbringen, die ihnen in den Weg kamen. Gladys war ganz verzweifelt. Die Zeit wurde immer knapper und es gab keine Möglichkeit, über den rettenden Fluss hinüberzukommen. Plötzlich kam eines der Mädchen zu ihr und sagte: Ai Wei Tö, das war der chinesische Name von Gladys. Weißt du noch, wie du uns abends von Mose erzählt hast, den Gott gerufen hatte, sodass er mit dem Volk Israel durch das Rote Meer gehen sollte? Da ist er gegangen und sie kamen sicher an die andere Seite. Glaubst du wirklich, dass das passiert ist? Gladys blickte das Mädchen verblüfft an. Aber Kind, ich würde euch doch nichts erzählen, was ich nicht selber glaube. So steht es in Gottes Wort. Ja, das glaube ich auch, antwortete das Mädchen. Damals hast du uns gesagt, Gott hat die Kraft, das auch beim gelben Fluss zu tun. Warum gehen wir jetzt nicht einfach durchs Wasser? Gott kann uns den Weg doch frei machen. Gladys erschrak. Kind, ich bin doch nicht Mose, sagte sie ängstlich. Nein, du bist nicht Mose. Aber Gott ist doch derselbe Gott, sagte das Mädchen mit festem Vertrauen. Ja, das ist er, Gott, ist immer noch derselbe Gott. Das Mädchen rief die anderen Kinder zusammen. Gemeinsam mit Gladys knieten sie sich am Flussufer nieder. Dann fingen sie ganz kindlich an zu beten. Herr, hier sind wir. Du siehst uns. Wir warten auf dich. Wir vertrauen dir, dass du den gelben Fluss öffnen wirst. Niemand kann uns helfen, nur du allein. Auch Gladys flehte zu Gott. Plötzlich kommt ihr wie ein wunderschöner Gesang der Text aus Psalm 68 in den Sinn. Ihr Königreiche singt dem Herrn, Lob singt unserem Gott. Ist das vielleicht die Antwort auf ihr Gebet? Gemeinsam mit den Kindern fängt sie an zu singen, einen Psalmvers nach dem anderen. Die Kinder sind zwar schon sehr müde, aber Gladys fordert sie auf, wir müssen singen, wenn wir singen, werden wir gerettet. Also singen sie immer weiter und Gladys bekommt die Gewissheit, dass das ihre Rettung ist. Ein Stück entfernt am Flussufer sitzt nämlich im Schilf versteckt ein chinesischer Soldat. Er ist der Letzte, der hier noch Wache hält. Er muss aushalten, bis die ersten japanischen Soldaten kommen, dann erst darf er über den rettenden Fluss hinüberfahren. Der Soldat beobachtet das Land vor ihm, ob der Feind kommt und hört auf das Rauschen des Flusses. Plötzlich hört er von ganz weit weg ein wundersames Geräusch. So, als würden Kinder singen. Irgendwie erinnert ihn das an seine eigene Jugendzeit, wo er noch fröhlich in seiner kleinen Christengemeinde im Süden Chinas gesungen hatte. Aber hier am gelben Fluss? Singende Kinder hier am gelben Fluss? Mitten im Krieg? Nein, das kann es doch nicht geben. Der Soldat läuft das Ufer auf und ab, um zu sehen, woher das Geräusch kommt. Doch jetzt ist es wieder ganz still am Fluss. Er setzt sich hinter das Schilf,
nahe bei seinem kleinen Boot, mit dem er flüchten will. Plötzlich ist der Klang wieder zu hören. Deutlich hört er, dass da ein Psalm gesungen wird, und es sind Kinderstimmen. Träume ich? Das kann doch nicht sein. Der Soldat rennt am Ufer entlang dem Klang entgegen, der immer deutlicher wird. Plötzlich bleibt er stehen und sieht in einer Flussbiegung eine Gruppe von Kindern auf der Erde sitzen und inmitten von ihnen eine Frau. Er läuft auf die Gruppe zu. »Ich hörte die Kinder singen«, sagt er. »Was macht ihr noch hier?« Gladys erzählte ihm von dem Weg, den sie schon bis hierher gegangen sind, und sagte schließlich zu ihm, »Ich bin Missionarin und habe Verantwortung für all diese Kinder, dass sie sicher über den Fluss kommen.« »Das Singen hat euch gerettet«, antwortete der Soldat. »Heute Vormittag bin ich zum letzten Mal hierher gekommen. Ich bin der letzte Wachposten am Fluss. Weil die Kinder gesungen haben, fand ich euch hier. Gott hat euch gerettet.« Er nimmt gleich mehrere Kinder in sein Boot und bringt sie hinüber zum anderen Flussufer. Dort sagt er den anderen Soldaten Bescheid, und schon kommen sie mit einem großen Fährboot zurück und bringen Gladys und die anderen Kinder gerade noch rechtzeitig über den Fluss, bevor die Feinde eintreffen. Von ganzem Herzen danken sie Gott. Er hat die ganze Zeit über sie gewacht und genau zum richtigen Zeitpunkt hat er geholfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du heute 3 Punkte für die nächste Woche mitnimmst. Erstens, Gott hat dir ganz viel Zeit geschenkt. Schenk ihm doch ein bisschen Zeit zurück. Darüber wird er sich sehr freuen. Zweitens, auch wenn andere für dich vielleicht keine Zeit haben, Gott hat immer Zeit für dich. Und drittens, Gott hilft immer zur rechten Zeit. Du darfst ihm immer vertrauen. Er ist immer bei dir, hält dich in seiner Hand und er kommt immer zur rechten Zeit. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und einen gesegneten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ihr Lieben, wollen wir die Zeit, die Gott uns gegeben hat, nicht nutzen? Lasst die Zeit uns ganz besonders dafür nutzen, anderen von Gottes Liebe zu erzählen. Lasst uns dafür beten, dass er, Gott, uns das alles ermöglichen kann und dass wir das mit freudigem Herzen machen. Lasst uns dafür beten. Wir falten wieder die Hände, schließen die Augen und ich bete dann mit uns. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit und die Zeit gegeben hast, bei dieser Kinderstunde dabei zu sein. Hilf du uns doch, die Zeit sinnvoll für dich zu nutzen. Sei auch in der nächsten Woche bei uns. Amen. Zum Schluss möchte ich mich jetzt noch von euch verabschieden und ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Und dann singen wir noch das Lied »Lies die Bibel, bet jeden Tag«.